Dumm und Flo, Socken und sind Bros, sie sind blöd Bros. Haben die Gerudos in Zelda-Spielen eine, werden die sexistisch dargestellt in Zelda-Spielen? Oh, die fehlt noch. Bitte was? Oh, hier steht ja auch wieder. Die sind betäubt. Die schläft nur. Sekunden. Was finde ich denn jetzt? Wow. 100 Rubine. Können wir auch zu viel tragen? Ja, wir können 200 tragen. Oh. Ja. Ja, ja. Nein, der Grund, warum wir nicht sexistisch sind, ist... Nee, warum wir werden sexistisch dargestellt? Das ist die Frage. Wieso? Also, ja, sie sind halt ein bisschen aufreizend gekleidet. Ja, aber haben sie, sind sie in einer Machtposition oder nicht? Naja, sie sind, halt ein Volk, das nur aus Frauen besteht und alle 100 Jahre wird ein König geboren, so. Das ist... Der unterjocht sie. Er ist dann schon der König, irgendwie, ne? Also Ganondorf halt, ne? Das ist eine andere oder hat sie einfach nur einen anderen Lippenstift drauf jetzt? Das ist, ich glaube, das sind so Schwestern, keine Ahnung. So ein Schwestern-Ding. Biber, Brüder. Schwestern. Also, dass die einen Biber haben, da bin ich aber überzeugt von. Badam, bam, bam, badam. Wow, 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 wow. Okay, ich weiß nicht, ob sie einen Biber haben, aber ich kann mir vorstellen. Zum Biber. Full Circle. Selbstreferenziell. So, weißt du, was jetzt ein bisschen nervt? Aber auf lange Sicht eigentlich nicht. Aha. Ja, und zwar, Nee, erzähl. Hier, wir haben ja vorhin erfahren, dass hier in dem Club, gibt's 4 Eier. Ja. Aber wir haben nur 3 Flaschen. Das heißt, wir müssen jetzt gleich erstmal ins Labor gehen, die 3 Eier dahin bringen. Oh, dann, nee. Ja, und dann müssen wir nochmal hier hin und das letzte Ei holen, ja. Wieso versuchst du es eigentlich jedes Mal, anfangs mit dem Enterhaken, nur um dann doch wieder reinzuschauen? Hey, die Fische vorne in dem anderen Teich habe ich so kaputt bekommen, okay? Halt die Fresse! Nee, ja, okay. Die habe ich mir enterhaken. Es war sogar so, ne? Ey! Jetzt geht das wieder los. Fail. Ich bin da nicht so geübt im Muscheln hacken. Danke. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Von 2 Wörter. Ah, ich habe Eier. Ich habe Eier. Eier. Ich habe Eier. 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 Okay. Eier. Die können also unter Wasser ihre Instrumente nicht spielen, obwohl sie Fischwesen sind. Bisschen klein geredet, ne? Ja. Wenn es um Unterwasserfische, Unterwasser... um Unterwasserfische, ja, Dominik. Ich kann ja alles hinschmeißen, aber hier ist nichts, was nicht irgendwie Geld wert ist. Eigentlich habe ich so viele Sachen, die Geld wert sind. Wo kann ich wo irgendwas reden? Ja, sag halt, ne? Ja, ich weiß nicht, für was. Ja, mach einfach. Da war keine Eulenstatue drin, oder? Nee, da ist keiner drin. Aber wir müssen nicht mehr diesen Untergrundweg, weil es gibt jetzt eine Abkürzung, weil wir den Enterhaken haben. Ah. Ja. Das, so gnädig sind sie uns. So, Aber der Käfig ist doch zu. Ja, aber die Eier passen dazwischen den Gitterstäben durch. Ja, noch mehr Gitterstäbe durch, die wir Sachen durchbringen. Plopp! Was passiert, wenn du mit dem Fall drauf schießt? Nichts. Weil durch diese Gitterstäbe passt kein Pfeil durch. Die Kleinen müssen dann die Eier sein. Hör ich nicht. Sag bloß nicht. Vor allem das Geräusch, wenn die Eier auf den, auf die Wasseroberfläche. Ja. Genau das Geräusch ist es. Ah. Doch, das war richtig. Das war gerade schon. Auch wenn du es falsch gemacht hast, aber es war das richtige Geräusch. Oh, mit dem links kann ich das nicht so gut wie mit rechts. Die Könige der Ploppens. Oh mein Gott, ihr habt das nicht gesehen. Oh mein Gott, meine Welt wurde gerade erschüttert.
Er hat in jede Wangenkammer einen einen Finger geschoben und hat mit beiden gleichzeitig geploppt. Mhm. Mein Leben ist nicht mehr das gleiche. Ich weiß. Flo ist Leben. Flo ist Liebe. Jetzt übertreibst du aber. Nee, das ist so irgendwie so ein Twitch-Ding, wenn irgendwas ziemlich cool ist und sagen die bla 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 so. Ist love, bla bla bla. Apropos ist Twitch, ja stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet bisher, ne? Du warst ja in Schweden. Ich war in Schweden, ja, auf der ESA. Schleim. Du hast keine Macht über mich hier. Du kommst nicht vorbei. Jetzt halt die Fresse. Tja, jetzt bewegt er sich wieder. Okay, kein Bock mehr. Ich wollte dich nur quälen. Und da European Speedster Assembly und da haben Leute Speedruns gemacht und man kennt mich jetzt als Couch Guy. Ja, genau. Weil ich auf der Couch saß. Ja, du hast anderen Speedrunnern die Plätze weggenommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee. Die Sache ist ja die, auf der Speedrunner, also es gibt da so. Ihr müsst euch das so vorstellen, ne? Speedruns. Ne? Das sind Leute, die spielen schnell Videospiele durch. Und die machen das für einen guten Zweck und sammeln dabei Geld und das wird live gestreamt und sowas. Also falls ihr das alles noch nicht gehört habt, dann könnt ihr euch verpissen. Und könnt euch ja den unseren Podcast dazu anhören bei victoryroad.de, um mal die Cross-Referenz zu machen. Wow, nicht nur Full Circle, sondern auch Cross-Circle. Sind das da nicht die Audi-Sterne? Ich hab keine Ahnung. Audi-Sterne? Und jedenfalls, ich war da als Gast da ist halt immer eine Couch und da sitzt der Speedrunner und der Speedrunner kann halt entscheiden, wer mit auf der Couch sitzt. Aber ich saß halt auch gerne auf der Couch, so habe ich gerne Fragen. Ich hätte gerne jemand anderen hier sitzen, nicht doch. Ja, nee, wenn die gesagt haben, nee, der andere ist auf die Couch, dann habe ich auch gesagt, ja klar, ne, bitte. Also, wer bin ich? Mhm. Aber oft. Couch geil. Am Anfang war ich das ja eben noch nicht. Nee, also in der ersten Nacht war ich halt noch White-Shirt-Guy. White-Shirt-Guy? Aber, dann hat Twitch gemerkt, am nächsten Tag hat der Twitch dann gemerkt, scheiße, der trägt ja kein weißes Shirt mehr. Dann war ich eine Zeit lang auch Coffee Guy, aber ich habe auch nicht die ganze Zeit Coffee getrunken. Und dann haben sie sich auf Couch Guy geeinigt, weil ich oft auf der Couch saß. Und es ging dann aber irgendwann los und ging, ja, Couch Guy muss doch auf der Couch sitzen, wenn du dann irgendwann da hinten genau, sitzt. Genau, weil die Couch war besetzt und ich habe mich dann weiter hinten. Nee, da saß dann auch keiner auf der Couch oder so. Und du saßt irgendwie eine Reihe weiter hinten oder so. Boah, das warum sitzt denn Couch gar nicht auf der Couch? Irgendwas ist mit der Couch nicht in Ordnung. Ja, doch, stimmt, ich erinnere mich, ja. Vielleicht war ich einfach schüchtern. Aber es war unfassbar witzig und dann, ich fand das echt schön. Hast du das gesehen mit dem Typen mit dem Anzug-T-Shirt? Tuxedo-Shirt-Guy? Ja, ich hab, im Nachhinein kam er irgendwann nochmal ins Bild und dann haben sie Tuxedo-Guy gesagt. Der Tuxedo-Guy war der Beste, also das war während der Sonic Runs und da war halt ich halt auf der Couch und der Runner und Tuxedo-Guy. Das war einfach ein Typ. Der war gar nicht eingeladen. Nee, der hat ein Shirt angehabt, das aussah, als hätte er einen Tuxedo, Anzug mit Flieger. Ja. Genau. Und was an sich ja schon ziemlich cool ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich hin muss. Für mich, also irgendwer hat dann gesagt, ich hätte eine Beule und einen riesen Ständer, aber es war halt so eine Jeansbeule, wie man sie hat. Ja. Jeder Mensch, der jemals kennt Jeans getragen hat, kennt Jeansbeulen so, ne? Und irgendwer hat dann so gesagt, so, oh, that bulge, ne, diese Beule. Und ich so aus Spaß dann so mein T-Shirt drüber gezogen, so, als würde ich mich schämen, ne? Mhm. Und dann so halt, oh mein Gott, der hat das abgedeckt und so aus. Also, ey, ich spende $5, wenn du die Beule wieder freilegst. Und ich bin sogar so, okay, ne? Also, oh mein Gott, der hat wirklich die Beule wieder freigelegt, ne? Und dann kam wirklich so der nächste, so, $5 für Couch Guy, weil er die Beule wieder so. Und das Beste kam aber danach. Das Beste war der Tuxedo Guy, alle wollten, dass wir tanzen. So, Tuxedo Guy und Couch Guy sollten volle Kanne anfangen zu tanzen, so was, ne? Wir gedacht, ja, ne, wenn, für genug Geld machen wir das. Und er hat gesagt, so für $50 spende ich, wenn 50. Tuxedo Guy tanzt, ne? Und ich hab's nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Aber er ist dann aufgestanden und ich saß noch auf der Couch, er war hinter mir und hat wohl wirklich für 4 Sekunden so ein bisschen abgedanced. Und Chat komplett am Ausflippen. Er geht raus, eine Viertelstunde später kommt eine Spende $50, weil Tuxedo Guy getanzt hat. Und ich dachte mir, nice. Und es war ein herrlicher Spaß. Und ich habe so, ich erkenne ein Muster. Der Lippenstift hat die Farbe der Kleidung. Oh mein Gott, meinst du, das sind so Power Rangers? Ja, rot, pink, nee, rot und violett und grün hat es. Gibt aber nur die drei. Ist blöd, ne? Boah, sehr schlecht ist an. Alle. Junge, alle.
Nee, aber ich fand das Event echt. Ich habe echt Spaß gehabt. Und ich habe so wenig geschlafen. Also der letzte Tag war halt wirklich noch fertig. Das war tatsächlich, habe ich auch sehr viel Stream geguckt und auch kaum gepennt in der Zeit. Ja, es war einfach zu lustig. Und dann dachte ich mir den letzten Tag so um 8 Uhr morgens, auch jetzt lohnt sich auch nicht mehr schlafen zu gehen. Die 4 Stunden hältst du doch durch, bis die Bahn kommt. Boah, und ich war so tot. Es war echt nicht mehr witzig. Dann bist du mit der Bahn gefahren dann zum Flughafen? 2 Stunden bis Stockholm und dann nochmal eine halbe Stunde zum Flughafen. Krass. Also ich um 12:30 war ich in Höfte weg. Mhm. Und abends um 7 war ich in Düsseldorf. Dann wieder zurück. Okay. Und Schweden ist sehr grün. Hm. Nee, komm. Nina war sehr sauer auf dich. Warum? Wir auch alle nach Schweden wollen. Und was habe ich damit zu tun? Ja, weil du in Schweden warst jetzt. Ja, aber warum dann sauer auf mich? Ja, weil du als einziger von uns geflogen bist. Ich wusste nicht, dass ihr dahin wolltet oder nach Schweden. Wir wollten ja alle zusammen Urlaub machen jetzt irgendwann. Ach so, okay. Mina ist unsere beste Freundin. Genau. By the way. Und also wir kennen uns schon seit 10 Jahren oder so. Wir kennen uns alle aus dem Giga-Forum. Genau. Da müsst ihr jetzt aber nicht mehr gucken, weil das jetzt ist scheiße. Weil wir sind ja nicht mal da, deswegen ist es nicht mehr cool. Ich war neulich mal wieder irgendwann vor einem Monat oder so da. Alle Threads existieren noch, das finde ich cool. Ja, das ist krass. Alles existiert. Und es gibt, die spielen immer noch teilweise das Zelda-Quiz und so. Krass. Aber mit richtig dummen Fragen und allem. Ja, wir sind ja nicht mehr da. Und unsere Spam-Threads gibt's auch noch. Aber weißt du, wann, wo wir immer noch sind und wann? Ich war gerade irgendwie bei Facebook. Oder Lokalisten. Im Kino! Mit Blöd Bros 2! Nein, der kommt ja noch. Zu früh! Mission abbrechen! Nein! Nächstes Mal mit Blöd Bros!